Servus und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Hexball, mal wieder mit dem Jan. Nee. Ja, der hat wieder gar keinen Bock, sieht man gleich. Nein. Mit dem Berufspraktikanten. Was, Berufspraktikant? Ich geh dir gleich Amener Kölmer. Amener Kölmer. Denkt sich so, ich bin jetzt jeden Freitag um 12 Uhr zu Hause, das kann und ich Daniel auch cool sein. Und Daniel hat bis um 5 Uhr Schule. Ich hab Ernsthaft und Donnerstag bis um 5 Schule. Oh. Also 11 Stunden Qual, sozusagen. Die Qual der Wahl. Ich meine, du musst ja nicht. Hä, wie, ich muss ja nicht. Was muss ich nicht? In Schule. Ich muss nicht. Wie beim muss nicht Spiel. Oh, das war nice. Nicer, dicer. Irgendwelche Mücke fliege bei mir rum, Die zerfleischen mich gleich, da wäre ich fast noch dahinter kommen, ey. Also, wir haben als Time Limit 7 und auch als Score Limit 10, also wenn es 10. Wenn die Leute einfach nicht länger dein Kack-Video anschauen wollen, die ganzen Dougie-Fans. Wow. Jan kommt irgendwie mit meiner Community nicht so klar, er findet es einen. Nein, nur mit dem Kitty aus dem Livestream. Und? Welcher Livestream? Ja genau, welcher Livestream eigentlich? Welcher Livestream? Ich mache ja nie Livestreams, beziehungsweise wenig. So. Komm. Haben wir schon drüber geredet, dass das Ding der schlechteste Film EU West ist? Ja, nee, haben wir nicht geredet, aber jetzt ist offiziell der Kartoffelsalat ist der offiziell schlechteste Film der Welt. Jetzt können wir offiziell sagen, dass es einfach nur Scheiße ist. Dass es einfach nur Geldverschwendung war. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich einen Oscar dafür kriege, aber wird dann doch nichts. Wird dann da doch war dann nicht die, so alles klar. Hier ist die komische Himbeere da, die goldene Himbeere. Ja, genau. Die kriege ich wahrscheinlich auch noch. Das ist eine Auszeichnung, der schlechteste Film. Sie kriegen übrigens noch ein bisschen Aufmerksamkeit, ey. Aber was will schon anders erwarten? Im Dezember kommen dann noch die Lochis, wow. Und Waititi, nee, das Film von Waititi, der spielt ja, ich weiß nicht, in irgendeinem deutschen Film mit. Ich weiß nicht, Dagi spielt ja in Fakugöde 2 mit. Jungs gegen Mädchen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Jungs gegen Mädchen. Also und da spielt auch der Danger mit von Fakugöde. Ah, von der, wie heißt Max von der Gröben? Ja, ist der verwandt mit Felix. Hä, hey, wieso? Ein Däner, weil der von der Laden. Der Laden heißt, nicht von der Gröben. What the fuck? Oh, das MLG, ich kann mich mehr konzentrieren. Ja. Und Dagi spielt ja auch in Fuck You Goethe 2 mit. Das heißt, der Film ist schon mindestens einen Stern schlechter. Obwohl es nur 30 Sekunden sind, maximal, glaube ich. Also mehr sind es, glaube ich, Alter, als ob. Oh, jetzt holt er die Skills raus. Ja, jetzt holt er richtig die Skills raus. Und ja, wir waren beide schon in Fuck You Goethe, er beim Sparkassen-Event und ich so. Ich war beim Sparkassen-Event, da gab es gratis Fruchtbeeren, eine große Packung. Haribo oder wie? Nee, was sonst? Ja, da sein können wir irgendwelche Lidl-Spacken, Fahrräder, Sugarland oder wie das Premium-Qualität. Premium. Also Premium auf Gomme läuft dann ab, wenn ihr das Video seht. Ja, dann gebt uns mal schön viel Geld spenden für. Gebt uns mal YouTube-Money. Ich habe kein YouTube-Money, ich kann mir leider kein Premium kaufen. Ja, und der Faggot ist auch noch so schwul und zeigt sein Gaming-Equipment. Ja. Und dann muss es kleine Kitty sein. Im Gegensatz, was willst du da? Das kleine Kitty muss in sein... seinen scheiß Senf dazu geben, der Popo aus der Poperze rausdrückt. Das juckt kein, was du dir kaufst. Und übrigens, ein Laptop von Aldi für 200 Euro ist nicht der Gaming-PC von Crafting Peter. Naja, hast du eigentlich bei dem Gewinnspiel von der Revi mitgemacht? Nein. Nicht? Da kann man 150... Da gewinnt man doch eh nie 1500 was. Euro PC gewinne. Oder Laptop. Ich gewinne ja, sowieso, also... Dafür mache ich Workwork 2 Monate, habe ich mehr davon. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber nochmal zurückzukommen, warum du kein Dings machst. Also kein... Guck mal, Video. Jan verwechselt die 760 Grafikkarte mit der 780, also. Das ist egal, die haben beide... Juckt. Die haben beide Nvidia. Nur, dass halt die 780 irgendwie 300 Euro teurer ist oder so. Ja, ich hab's dir eben Angebot gekauft. Die Schnäppchen. Ja, du Schnäppchenjäger. Ja. Als ob ich jetzt wieder im Rückstand bin. Ich hab dich von 1 zu 4 aufgeholt, ja? Ja, ich weiß.
wird dann immer schlechter. Ja, jetzt kassiere ich das nächste wahrscheinlich. Auch die Ende, Wochenende. Ja. Also wenn ihr das Video seht, geht bei mir noch nicht, ist bei mir wieder die Schule losgegangen. Und Jan ist wieder Work. Tja, seitdem ich da arbeite, bin ich kaffeesüchtig. Ich hatte nichts mit der Firma zu tun. Ja, hast du schon mal erzählt. Oh. Dass da so ein Kaffeeautomat rumsteht. Ja, du, ich hätte auch mal gern, wobei mir habe sogar einen Kaffeeautomat in der Schule. Aber kein gratis, oder? Nee, kein gratis. Da gibt's alles nur, da gibt's Vanille irgendwas. Also es schmeckt richtig eklig. Also ich bin allgemein kein Fan von Kaffee, aber. Ich war das zuvor auch nicht. Echt? Aber. Nicht? Nö. Weil du musst ja irgendwie wach bleiben da in der Scheißfirma. Was? Beste Firma EOS? Ja, ich sage ja nicht für die Firma, aber du, das ist wahrscheinlich richtig langweilig teilweise. Nö, eigentlich nicht. Mm-mm. Da lernt der Jan was. Jetzt nicht die ganze Zeit vorm PC, doch eigentlich schon, aber... Ja, eigentlich schon. Also zur Info, er studiert, genau. Er lernt. Du, ich studiere gleich auch Informatik. Nee, aber ich kann sowas gar nicht, also für mich wäre das gar nichts. Schon Noob. Ja, sorry. Du bist gerade mal Top 1000, bye. Der war krass. Ja, du bist der auch war... Top 1000. Ich bin Top 644. Die Schnauze, dann bin ich Top 8, 910 oder so. Trotzdem besser. Ja, ich bin besser, natürlich. Hast recht. Ja. Was mache ich eigentlich, Alter? Zum fickenden Fick. Als ob. Jo. Wahrscheinlich, oder? Ja, alles klar. Doch nicht so alles klar. Bei mir ist nicht so alles klar, aber jetzt ist alles klar. Jetzt steht 6-6. 6-6. Ich will hier noch einen Gruß an alle. Noch an alle Dougie-Fans ausrichten. Oh, du bist so schlecht. Ich bin so ein Noob, ohne Witz. Und zwar an die Schmusewindel, den größten Dougie-Fan EU fucking West. Also wie gesagt, dann was dir in meine Community irgendwie. Er ist so ein bisschen rassefeindlich, also gegen Dougie-Fans. Ja, Dougie-Fans und Kitties, nee, geht nicht. Mark Erbison. Steht bei dir auf elitepartner.de. Mark Kitties und Dougie-Fans. Ja. Anna habe ich gefickt. Ja, genau. Wahrscheinlich. So, jetzt... Oh, da kommt Roulette am Start hier. Zieh da vorbei. Es steht immer noch 7-6. Halbe Minute noch. Machen wir es spannend, oder? Machen wir jetzt... Ah, fuck. Das darf nicht wahr sein, Alter. Wie kriegst du denn den scheiß Ball durch? Jo, wahrscheinlich. Wahrscheinlich 7-7, oder? Jetzt gibt's eine Verlängerung. Oder ich verliere echt noch. Was natürlich möglich wäre. Als ob meine Leertasche gerade nicht funktioniert hat. Ja, ich konnte nicht schießen, Digga. Das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Outplayed hab ich dich. Ich geb dir gleich Outplayed, Alter. Was? Natürlich rettet er. Ich quitt gleich, Alter. Lächerlich. Richtig lächerlich. Steht auch noch so provokant rum, ey. Ja, ist klar, Alter. Dann gewinnt er 9-7. Obwohl ich 7-6 führe. Na gut. Oh. Also gut. Würde ich hier an der Stelle sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Und schreibt in die Kommentare, was ihr als Flash Games sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Alles klar.